Oh mein Gott! Warum habe ich die Kamera nicht schon die ganze Zeit so eingestellt, ey? Gott! Oh, meine Haut sieht aus wie Babypopo. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, falls du neu auf meinem Kanal bist. Mein Name ist Natalia Miguel. Hier dreht sich alles um Beauty und Make-up, Tipps, Tutorials, Reviews etc. Heute habe ich diesen Look hier für euch. Ist ein etwas auffälligeres Sommer-Make-up. Und ich hoffe, er gefällt euch. Wenn dem so ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Vergesst das Liken nicht und ich freue mich wie immer auf euer Feedback in den Kommentaren. Und abonniert meinen Channel, falls ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, um immer benachrichtigt zu werden, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Viel Spaß beim Zuschauen und bis bald. Ich habe bereits einen hellen Concealer als Base aufgetragen. Jetzt sette ich das Ganze mit einem transparenten Puder, sodass sich das nachher nicht absetzt. Nur so ein bisschen, nicht zu viel Produkt, sodass die Farben sich besser auftragen lassen. Aus der The Tribe Palette von Juvia's Place gehe ich als erstes in diesen hellen orangenen Ton. Und trage diesen auf mein oberes Lid auf. Ich tupfe den Pinsel öfters in die Farbe, weil ich es auf dem Auge sehr intensiv haben möchte. Dann gebe ich aus der Zoja Palette nicht diesen Ton auf, den ich gerade zeige. Keine Ahnung, was da los war, sondern den mittleren Ton aus der unteren Reihe. Ich war richtig verwirrt, ja. Naja, auf jeden Fall ist das so ein dunkles Orange und den gebe ich in die Lidfalte und verblende es leicht nach oben, sodass ein schöner Übergang entsteht. Da der an sich schon sehr intensiv ist, also der Ton, musste ich nicht so oft in die Farbe tupfen. Hier nehme ich mir den Pinsel von dem vorherigen Ton und verblende die beiden Töne ineinander. Es ist wichtig, dass ihr für jeden Ton einen anderen Pinsel benutzt, damit die verschiedenen Farben auch zur Geltung kommen. Dann trage ich aus derselben Palette einen rostbraunen Ton aus äußerer Augenwinkel und in die Lidfalte. Hierfür benutze ich einen dünnen und fluffigen Pinsel, wie ihr sehen könnt, sodass ich mich wirklich nur in Richtung Lidfalte einarbeite. Ich habe die Palette blöderweise hier jetzt nicht mehr gezeigt, aber ich werde die genauen Farbbezeichnungen in die Infobox hinzufügen. Hier gehe ich nochmal mit dem dunklen Orangeton drüber, weil er so ein bisschen untergegangen ist und einfach auch, um einen schönen Übergang zu kreieren. Es ist sehr wichtig, dass ihr zwischendurch immer mal wieder die Farben ineinander verblendet. Ihr werdet im Video auch sehen, dass ich das öfters mache. Und hier mache ich das auch nochmal mit dem ersten Ton, den ich benutzt habe. Aus derselben Palette trage ich diesen weinroten Ton auf meinem äußeren Augenwinkel, weil ich finde, dass das Braun von vorhin das Ganze so ein bisschen abgekühlt hat und ich mehr Farbe im Spiegel haben wollte. Und wie gesagt, alle Farben findet ihr unten in der Infobox. Jetzt kommt der Part, den ich einfach nur hasse, weil man sich da so konzentrieren muss, um sauber zu arbeiten. Der Pinsel spielt hier auch eine sehr große Rolle. Ich benutze meistens ganz flache und so leicht abgerundete Pinsel. Damit komme ich persönlich am besten zurecht. Und ja, der Cut sollte immer oberhalb der Lidfalte sein, außer du hast von Natur aus bereits ein großes Lid, dann natürlich nicht. Auf meinem Channel findet ihr aber auch ein ausführliches Tutorial zum Cut Crease. Aus der Hyper Glow Palette von MAC trage ich diesen Ton, den ihr vorhin gesehen habt, aufs bewegliche Lid auf. Den letzten, den hellsten Ton aus der Palette benutze ich später dann auch, um zu highlighten. Hier gehe ich nochmal mit dem weinroten Ton über den Cut Crease, sodass er ein schöner Verlauf vom Hellen ins Dunkle entsteht.
So, Foundation etc. ist schon drauf. Ich mache hier weiter mit Raisin. So heißt dieses Rouge von MAC. Ich bin eigentlich kein richtiger Fan von Blush, aber ich finde, zu einem Sommerlook gehört das irgendwie einfach dazu. Und ja, verschiedene Tutorials zu meiner Foundation-Routine findet ihr ebenso auf meinem Channel. Diesen Ton gebe ich mir aufs untere Wimpernkranz. Eigentlich mache ich das immer mit den Farben, die ich auch aufs Augenlid aufgetragen habe. Aber ich wollte mal was anderes und finde dieses Grün einfach schön. Ja, hier trage ich mir Concealer auf die Wasserlinie auf, weil ich danach Lidschatten drauf gebe, sodass es intensiver wird. So wie ihr das gerade seht, solltet ihr es nicht machen. Es kommt alles ins Auge und fängt an zu tränen. War leider nicht so cool. Auf der anderen Seite habe ich das Auge dann runtergezogen und es so versucht. Hat tausendmal besser geklappt und das Auge hat nicht getränt. Ein einfacher Geier hätte es auch getan, aber naja, ich war zu geizig, mir einen Eyeliner in diesem Ton zu kaufen. Jetzt sind die Lippen dran. Ich benutze den Lip Liner Bittersweet von MAC und umrande damit meine Lippen. Easy peasy. Danach trage ich den Liquid Lipstick von MAC in Back & Vogue auf. Leute, ich sage euch jetzt schon mal, ich habe richtig viele Produkte benutzt für meine Lippen. Hier gehe ich nochmal mit einem hellen Concealer drüber. Und nochmal mit dem Lip Liner. Und dann mit einem Lipgloss von Make-Up Revolution. Und nochmal ein Lipgloss von MAC in der Farbe Candy Box. Und danach noch ein Lipgloss von MAC in der Farbe Chestnut. Und zuletzt nochmal den Lipgloss von Make-Up Revolution. Aber steht alles in der Infobox. Ja, das ist der fertige Look. Im Anschluss findet ihr weitere Tutorials von mir, die euch eventuell auch interessieren könnten. Schaut immer mal wieder rein oder aktiviert ganz einfach die Glocke, um benachrichtigt zu werden, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.